weiterhin nach meinem guten alten Freund Dandolo bin ich doch jetzt hier auf der zweiten großen Insel, also zweites großes Riff gestoßen und ja, da haben wir die Höllenbestie erlegt. Jetzt gehen wir weiter gucken. Von da aus sind wir gekommen. Jetzt war da hinten ist noch ein Nachtgreif gewesen. Den habe ich jetzt nicht eliminiert. Vielleicht haben wir in dieser Folge Glück, den Dandolo endlich zu finden, was natürlich auch mich sehr glücklich machen würde. Da ist wieder so ein Nachtgreif. Was aber eine komische Art. Ja, ich habe eine komische Art, ich weiß. Aber los, komm. Mach den Nachtgreifen kaputt. Und die komische Art ist doch auch... Ja, ich muss immer ein bisschen aus Sicherheit gehen. Da hinten sind ja noch mehr von diesen Greifern. Meine... Wie viele? 3 Stück? Mir doch egal. Dann machen wir halt eben Unwetter. Los, rennen! Rennen! Zack. Odele. Noch mehr. Oha. Nicht so ganz viele erwischt. Das heißt, ein bisschen wieder was trinken tun. Und wieder Unwetter wirken. Den habe ich ja noch genug. Und in der letzten Folge habe ich versucht, was zu kochen. Das ging irgendwie nicht. Irgendwie klappte das nicht, obwohl ich die Zutaten hatte. Ich muss da nochmal gucken, ob ich da was vergessen habe oder ob ich da irgendwie Salz noch zerkleinern muss, weil auch bei einigen Rezepten sehr viel Salz vonnöten ist, was gar nicht so gut ist für den Körper. Oh, hier gibt es noch ein paar lustige Geschichten. Gold. Nachtgreif mit 10 Federn. Immer noch Gold. Zum Beispiel, was wollte ich kochen? Kartoffelsuppe? Da ist nicht zu holen. Nee, Fleischsuppe. Nee, kräftiger Eintopf, genau. Da wurde Salz verlangt. Das muss ich, wie schon gesagt, ich bin nicht so der große Koch. Hier ist übrigens wieder eine Höhle, aber erstmal möchte ich hier die Nachtgreifen nochmal abgreifen. Yep. So, haben wir dich auch schon? Nein, dich haben wir noch nicht, aber da hinten. Dann gehen wir mal in die Höhle hier rechts rum. Und bevor wir dann die Höhle betreten, werde ich dann mal speichern. Ja, jetzt bin ich gespannt, auf wen wir hier alles treffen. Bin natürlich alles hier voller Disteln, Dornen und überhaupt. Das ist aber ein enges Höhlenteil hier. Mann, muss das sein? So unübersichtlich, das mag ich nicht. Was? Das ist eine Spirale? Also eine Höhlenspirale. Oh, spiralförmiger Höhlengang. Der. Geht der nach hier noch ab? Okay. Hä? Und da geht auch noch einer ab? Moment mal, geht's da? Ah, da geht's tief runter. Na, ich möchte keinen Malus haben. Ich weiß jetzt übrigens endlich, was ein Malus ist. Wir hatten ja doch gehabt da. Fleischschwanz, okay. Wo ich runtergesprungen bin, da in den See, in der Höhle da. Bonus und Malus. Malus ist genau der Gegensatz vom Bonus. Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich jetzt die Fleischschwanze hier? Ja, da ist er. Lecker, weil Fleischschwanz dann Fleisch. Ja, es heißt also, wir werden hier irgendwo auf irgendwas treffen. Außer Fleischschwanzen. Oh, jetzt. Dunkelpilz, da geht es wieder runter, aber hier war doch auch noch irgendwas. Fellknöteri. Ah ja, ist das nur so ein Erker hier? Ja. Buh. Zip. Ja, nur ein bisschen langsam machen hier. Sonst kriegen wir hier absolut keine Orientierung rein. Alles mal gut. Dunkelpilz ist gut für Mana. So, da regnet es wieder. Warum regnet es da? Ist da oben offen? Nein. Okay, die Fleischschwanz auch gegrillt, gekillt. Weiter geht's, nachdem ich mal abgespeichert habe. Na, was war das hier Lustiges? Spiralförmiger Höhlengang. Aquamarin. Aha, so, ja. Ich wage es lieber nicht.
da weitet sich das Ganze ja ein bisschen. Oder auch nicht. Noch Buddlerfleisch, Dunkelpilz. Okay, jetzt haben wir auch wieder normale Musik. In der letzten Folge habe ich die ganze Zeit die Intro-Musik gehabt. Ob das so sein sollte, weiß ich nicht. Mhm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich drehe mich immer ein bisschen um, um zu gucken, ob ich was vergessen habe an den Früchten. Ich weiß, das kann ein bisschen störend wirken. Aber das ist nun halt eben meine Art. Was ist das? Achso. Okay, da regnet es. Ja, ist das jetzt ein Ärger oder was ist was? Ein bisschen dunkel hier an der Stelle. Okay, gibt es Bergkristalle. Hier oben ist nicht. Da ist noch ein Bergkristall. Gehen wir hier wieder raus. Das ist jetzt hier Sackgasse oder was? Ne, da geht es noch weiter. Was haben wir denn hier? Goblinbären, Snappergraut. Richtig, Goblinbären. Ja, richtig. Ich brauche ja Geschick, Geschick, Geschick ohne Ende. Damit ich die dunkle, den schwarzen Degen anziehen kann. Und da muss ich natürlich mir noch ein Rezept für machen. Oder ein Rezept kaufen. Ich habe auf jeden Fall eine Klinge gehört. Und wenn ich es richtig vermute, dann ist hier irgendwo, ja, irgendwas Knochiges auf mich. Ein Gruftskelett. Ein Gruftskelett. Okay, das wird bestimmt nicht das letzte sein. Das letzte Gruftskelett. Warum gehst du denn jetzt hier wieder rein? Weil ich noch für den Bergkristall vergessen habe. Und sogar mehrere. Okay. Aha, rostiger Zweihänder. Ja, dich hatten wir doch schon, du Gruftskelett. Mhm. Ja, das war hier Sackgasse. Und ab hier werden es ganz viele sein. Ja, da sind sie schon. Ach, da ist schon einer hier zum Beispiel am Rumwatscheln. Gucken. Oh, den kann ich sogar treffen. Ja, wieso nicht mit Pfeil und Bogen, wenn er doch sowieso da hängen bleibt? Oh, das sieht schön aus. Das sieht. Das ist eine schöne Grotte, aber ohne Wasser. Na, wo bist du? Hängt wohl im Felsen drin und kann man nicht mehr looten. Ah, mal gucken, das an. Okay, erstmal zählen. Gruftskelett. Okay, das sind Gruft. Das sind Gruftis. Das sind alles Gruftis hier, ne? Überall nur Bitterkeit. Lalala. Ja gut, okay, das sind ein paar. Erstmal speichern. So, was sagt das Unwetter? Oh, da muss ich wieder aufladen. Wo sind wir hier? Wo sagen wir mal hier den? Genau. Gut. Ah, jetzt habe ich es wieder. Jetzt hatte ich es eben wieder weggedrückt, mein Unwetter. Jetzt habe ich es wieder auf Null gesetzt. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann machen wir einen Speedrun hier durch. Um, los! Lalalop, 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 lalalop. Oh, das geht ja fix. So, hier unten. Jawoll. Weg. Und mein Unwetter ist auch weg. Aber gucken, wenn noch alles unterwegs ist. Keiner. Dann gehen wir erstmal hier links hin. Zwei Hände. Ah, Knochen nur. Hey, was ist das? Was ist das für ein Gewabere? Was wabert hier so ulkig rum? Hä? Ist das ein Texturfehler oder hat das eine besondere Bewandtnis? Das habe ich noch nicht gesehen. Oder ist es ein Glanz irgendwie, also vom Regen her? Manchmal gibt es ja so Oberflächen, die zeigen auch so ein Glänzen. Und hier wird das Speculum nicht angezeigt. Also hier die Speculars, die Glanzpunkte. Das glaube ich eher. Gut. Weiter gucken. Von hier aus sind wir gekommen. Kreuz und quer, quer und kreuz gucken. Dann schauen wir mal, was hier noch alles ist. Gehen wir erstmal hier in den Bereich rein.
Stopp. Ja, Knochen. Hast du gar doch. Du hast einen rostigen. Du bist verrostet. Da hat er noch ein Schild. Nein. Okay. Was ist das? Na, nicht den rostigen Zweihänder und den Gruft. Sondern das hier. Das sieht nach Tor aus. Okay. Mhm. Gibt's hier in der Nähe irgendwo einen Schalter? Alter Falter, wo ist der Schalter? Ja. Okay, dann nicht. Dann gehen wir mal links oben hoch. Das wird hier links rumgehen. Vermute ich. Speichern. Ja, was war hier noch? Hier war was. Ja, so eine Spalte. Drachenwurzel. Das mag ich, also Höhlenspalten. Geht nie in eine Höhle alleine rein. Immer mit Führung. Also wenn es eine richtig große ist. War schon öfter in Höhlen, als ich klein war. Und Leute, ich kann euch sagen, das ist ein... Oh. Das ist irre. Außer, dass einem dann die Skelette entgegenkommen. So wie hier. Ja, ja. Aber da oben war noch irgendwo einer. Ach, da unten. Da unten sind noch welche. Woher kommen die denn plötzlich? Sind die aus diesem... Na, aus dieser Öffnung gekommen? Das wissen wir alles noch nicht. Okay, mal ein bisschen. Oh, ja. Die Pfeile haben ihn sozusagen... Ich soll mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Menschen, die hier an meinem Fenster vorbeigucken. So. Weil. Nee, das Fenster ist aufgeklappt. Und deswegen musste ich gucken. Aber wir konzentrieren uns lieber mal wieder hier auf dieses gruftige Gruft. Auf die gruftige Gruft-Skeletei hier. Da hinten. Ach, wir sind hier schon oben. Das heißt, also, ja, nicht rumgehen. Gucken. Da ist nämlich auch noch einer irgendwo. Das sah so aus, als wäre da noch jemand. Da ist noch jemand. Ja. Okay. Naja, Energie sieht auch nicht mehr pralle aus. Abgespeichert habe ich auch noch nicht. Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh, hierher, komm. Super. Ja, das heißt also, erstmal hier wieder aufnehmen. Und Knochen entnehmen. Dann könnte ich eigentlich bald ein Gebeinmuseum aufmachen. Ich gehe mal speichern. So, bevor wir da reingehen, gehe ich erstmal hier links rum. Ah, da geht's auch nochmal rein. Hier hoch und dann auch noch mal. Ah, okay, dann gehe ich doch mal hier erstmal rein. Vielleicht geht die Höhle auch nicht weit rum. Ach, hier ist wieder so ein Ding. Okay, gibt nur ein paar Butlerfleische und Dunkelpilze. Und wieder hier das merkwürdig wabernde Zeug. Okay. Ja. Ah. Oh. Was? Ach so! So was bekloppt ist jetzt aber auch. Dieser Renderer. Schön, dann gehen wir mal hier rein. Wobei ich denke, dass auch hier ganz viele. Ja. Mal gucken, wie viele haben wir denn? Ja, dieser Ring. Jo, durch die Wand durch, ne? Da kann ich ja hier ganz bequem meinen Fluchtring umsetzen. Das war knapp. Oh. Okay. Ah. Die sind mir zu zappelig. Okay. Nur wieder knapp. Okay.
Ja, dann schauen wir mal, was wir hier in diesen Vorgeruften finden. Aha. Hier noch ein Skelett? Nein, sieht nicht danach aus. Ich sehe Amphoren. Ich sehe ein Ring der Geschicklichkeit. Eine Amphore, richtig, in Aquamarin. Jetzt fällt mir wieder ein Ring der Geschicklichkeit. Da könnte ich ja im Grunde genommen auch wieder Geschicklichkeits Artefakte anziehen. Ringamulett habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Aber nichtsdestotrotz muss ich unbedingt das Brauen lernen von Geschicklichkeitselixieren, also Permatränken. Ob das hier schon möglich ist, ich weiß es nicht. Du bist ein mystischer Stein, der hier so im Zentrum des Raumes rumliegt. Ich glaube, ich habe alles in dem Bereich aufgelesen. Ring der Geschicklichkeit. Gut, dann mache ich nochmal eine Speicherung. Dann gibt es hier bestimmt wieder welche. Ach nee, das waren ja die, die runtergefallen sind. Ha, 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 ha. Mächtiger Ring der Lebendigkeit. Okay. Extrakt der Heilung. Hier. Nix. Nix. Ja. So, dann haben wir, glaube ich, hier oben noch einen letzten Eingang. Ist das dieser hier? Ja, genau. Das war der. Na, nicht an den Kristallen hängen bleiben. Und auch hier mal gucken. Ja, hier sind Gruft-Skeletons. Skeletor. Gothic und Grufts. Passt irgendwie. So. Okay. Das andere bleibt da hängen. Das ist immer schön. Ah, ich muss auch ein bisschen was einstecken. Komm. Gut. Perfektor. Und auch hier gibt es schöne Schmuckutensilien zu sammeln. Ja. Gehen wir mal wieder hier los. Hier ist was. Jedenfalls habe ich das. Nö, da ist nichts. Da ist ja nicht zu holen. Ja, ich weiß. Salz. Ah, oh, sehr wichtig. Und eine Perle. Die Perle. Komm her zu Papa. Mach aus dir einen Perlenring. Perlenring. Erzbrocken. Ungeschliffener Amethyst. Schwarzes Erz. Lecker für unsere Zeitlupenfans. Und was haben wir noch? Da ist noch was. Mana Essenz. Heilung, reine Lebensenergie, mächtiger Ring. Da muss ich mal oft gucken, wie ich denn das Ganze kombiniere, damit ich den schwarzen Degen anziehen könnte. Weil ich weiß, ich muss dann Lebenskraft für einbüßen. Aber wie schon gesagt, das muss ich mir selbst nochmal ausprobieren an mir oder an Roland, besser gesagt. So, haben wir es jetzt durch hier in der Gruft. Ist es das jetzt gewesen? Ja, ne? Hier war ja nix. Ja. Außer noch ein bisschen Dunkelpilze. Fleisch. Hm. So, dann haben wir das durch. Hoffe ich doch. Ne? Ja. Dann werden wir wieder rausgehen. Nachdem wir mal hier uns ein schattiges Plätzchen... ein Plätzchen ausgesucht haben, um mal uns in den Ziegensack zu stecken und eine Runde schlafen bis zum nächsten Morgen. Oh, was war das? Was war das eben? Es gab so ein Steingeräusch. Und ich meinte, hier hätte sich was geöffnet? Nein. Hä? Nee, das muss ich im Schnitt gucken.
War bestimmt eine optische Täuschung. Ah ja, jetzt sehen wir auch hier, dass das ja wohl eine Glanztextur ist. Eine Meeresglanztextur. Jep, 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 jep. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ach ja, ich muss ja... Wo muss ich jetzt nochmal rum? Gar nicht mehr. Ich muss nur raus. Okay, dann sehen wir uns draußen wieder. Stopp mal. Ich bin jetzt hier unten hoch. Dann bin ich hier hoch. Und dann habe ich plötzlich die Fleischwanze erledigt. Hab hier einen Erker gefunden mit Salpeter. Leute, Schwarzpulver, Grundessenz. In irgendeinem Matheheft von meinem Chemielehrer habe ich die prozentuale Anteile mal aufgeschrieben, als ich 16 war, Schwarzpulver herzustellen. Ja, Leute, nicht nachmachen. Hier war ich noch nicht. Wieso war ich hier noch nicht? Hä? Ich bin doch von oben. Dann habe ich es vergessen. Hier, wieder. Dann habe ich es vergessen, hier alles... Wurde ich verfolgt, damit ich das hier alles vergessen hatte? Oder was, oder wie? Okay, das war nur so eine Lücke. Auch wieder nur eine Lücke. Ja, die weiß ich. Die habe ich. So, hoch, 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 hoch. Okay, dann hat sich eventuell wieder was Neues gespawnt. Und ich habe den den Salpeter vergessen gehabt. Okay. Jawohl, hier geht es aber noch höher. Und hier geht es ganz tief runter. Ja, und ich bleibe hier wieder an diesen scharfen Kristallen hier hängen. Stopp. Okay, bis hierhin. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Junge, Junge, Junge. Moment. Ich muss noch mal runter, Leute. Wegen einer Frage. Und zwar gab es doch hier ganz unten in der Ecke hier dieses Portal. Gucken wir uns das mal genauer an. Das war ja eben zu dunkel. Also ich kann hier nicht rein. Einen Schalter sehe ich auch hier nirgendwo. Oder man kommt ins nächste Kapitel wieder rein. Ja, hier sehe ich nichts. Ich kann... Ey, verstehe ich nicht. Nee. Also, dann geht's wieder nach oben. Aber ihr könnt mir gerne eine Antwort dazu schreiben. Ja, auf dem Weg nach oben gibt es ja diese gefährliche tiefe Röhre. Da war ja noch ein bisschen Pilzzeug. Ich dachte, jetzt hätte ich hier eventuell einen Schlüssel gefunden, um da unten das Portal zu öffnen. Ja, jetzt sind wir wieder oben. Und was nu? Sprach Winnetou? Kann ich jetzt von dieser Insel runter? Und noch die anderen kleinen Inselchen? Ne, man sollte ja vermuten, dass hier auf den großen Inseln noch irgendwas passiert. Oder es geht irgendwo noch hier rein. Habe ich völlig vergessen. Da ist er. Da ist er. Bist du's? Herzlich willkommen. Da bist du ja. Da bist du ja. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Dann bin ich froh, dich zu sehen. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Was ist passiert? Das ist schnell erzählt. Ich hatte nur einen Moment nicht aufgepasst. Eine gewaltige Welle hat mich gepackt und über Bord geworfen. Zuerst war ich wie benommen, merkte aber bald, dass mich die Welle zu diesem Riff trug. Ich glaubte nun, dass ich in Sicherheit wäre. Doch kaum war ich an Land, als plötzlich ein Wassergolem aus dem Meer auftauchte und mich angriff. Dann machte ich mich schnell aus dem Staub und kam schließlich hierher. Wo es mir aber nicht besser ging. Zuerst griffen mich einige Nachtgreifer an, mit denen ich aber schnell fertig wurde. Aber dann kam diese Bestie, Beinus. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte erst, dass es ein Schattenläufer wäre. Aber als ich es mir genauer ansah, schien mir dieses Tier eher aus Belias dunklem Reich zu kommen. Ich hatte aber Glück. Ich konnte mich rechtzeitig in diese Felsspalte verstecken, sodass es mich nicht bemerkte. Keine Ahnung, wie so ein Wesen auf dieses öde Riff gekommen ist. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Zugang zur Unterwelt, aus der dieses Monster gekommen ist. Ich kann dir nur raten, diesem Vieh aus dem Weg zu gehen.
Nö, das ist jetzt hin. Ich dachte auch immer, dass es ein Schattenläufer war. Die Bestie ist tot. Tatsächlich? Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich diesem Vieh gewachsen gewesen wäre. Ja, dann sollten wir mal wieder zum Riff, zum Schiff zurückschwimmen. Am besten schwimmen wir bald zum Schiff zurück. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn es losgehen soll. Super. Komm mit. Warte bei den anderen. Nee, das geht ja jetzt nicht mehr. Oh, jetzt bin ich froh, dass wir den jetzt endlich haben. Naja, jetzt wo wir Dandolo gefunden haben, können wir auch wieder zurück. Zurück? Oder muss ich noch was erkunden? Nee. Mir ist wichtiger, dass wir den Dandolo holen. Komm mit. Na, dann wollen wir mal. So, jetzt müssen wir zu Fuß zu ihm. Okay. Werde ich dann natürlich überspringen. Mal gucken, ob du noch irgendwelche anderen Optionen hast. Zur Höhle im Riff zurückschicken. Kampfverhalten, Haltrank geben. Aber wahrscheinlich, wenn ich noch irgendwelche komischen Biester hier hätte. Weiß ich nicht. Okay, machen wir erstmal einen Sprung. Dandolo, alter Kumpel, da hinten ist die Albatros. Lass uns dorthin schwimmen. Ach ja. Kann man auch. Ja, man kann auch. Ja. Oh, er hat Schwimmen nicht verlernt. Okay, bis gleich. Ich mach nix. Macht jetzt alles meine Dampfe. Habe ich auf Vorwärts, auf die Vorwärtstaste gestellt. Da habe ich die Hände frei und kann hier aus meinem Steinkrug trinken. Vom Mittelaltermarkt. Von vor 2 Jahren. Ja, da sind wir doch. Schön. Mal gucken, ob Dandolo auch die Animation hat, hier hoch zu klettern. Okay. Gehen wir mal hoch. Hä? Weiß nicht, was passieren wird. Oh. Shit! Wieso bin ich denn jetzt runtergefallen? Wahrscheinlich, was sagen? Wir sind da. Okay. Wir sind da. Ja, wir haben es geschafft. Ohne deine Hilfe wäre ich jämmerlich zugrunde gegangen. Ich danke dir, mein Freund. Ach, bevor ich es vergesse. Bevor ich zu dem Riff geschwommen bin, wollte ich zuerst zu dem anderen hin, welches sich gerade vor unserem Bug befindet. Doch habe ich gesehen, dass dort ein Orkschiff gestrandet ist. Wer weiß, was es da zu holen gibt. Habe ich schon erledigt. Ah, so sieht das aus. Du bist der Erste, der hochgeht. Das muss man auch mal wissen. So, los. Hallo? Ich wollte gucken, ob er schon oben ist. Ja, er ist schon oben. Okay. Herrlich. So, Dandolo, bleib noch mal hier. Hey, du. Ich habe mir das Riff, genau. Ich habe mir das Riff mit dem Orkschiff angesehen. Einige Orks hatten den Schiffsbruch überlebt. Ich habe mich um diese gekümmert und konnte ihnen noch ein paar wertvolle Dinge abnehmen. Sehr gut. Ich wusste doch, dass sich das lohnen würde. Warte mal. Noch was? Nein, nichts. Oh, dann müssen wir noch mal Bescheid geben, dass wir unseren Mann gefunden haben. Klasse. So, wo bist du denn? Ich glaube, der Gernot war's. Ich habe Dandolo gefunden und zurück an Bord gebracht. Bei Innos, du kriegst wohl alles fertig, was? Bin ich froh, dass unser alter Freund noch am Leben ist. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gut, was ist mit dem Leck? Was ist nun mit dem Leck? Das wird bald repariert sein. Okay. Und auch der Sturm lässt endlich nach. Wir können daher unsere Reise fortsetzen. Schön. Das ist nicht schön. Was ist jetzt passiert? Okay, die Reise wird fortgesetzt, liebe Leute. Dann darf ich mich an dieser Stelle verabschieden und na, herzelt, gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar oder mehrere. Wir sehen uns. Tschüss.